Aufführungen von Engelbert Humperdings Märchenoper Hänsel und Gretel gehören zur Herbst- und Weihnachtszeit wie Gänsebraten, Tannenbaum und Christstolle. Zumal die hinlänglich bekannte Geschichte zweier Kinder, die sich im Wald verirren, dann aber mit List und Tücke die Hexe Rosine Leckermaul besiegen, auch schon immer bestens geeignet war, groß und klein ins Reich der Oper einzuführen. Geprägt vom volksliedhaften Ton, vom großen Orchesterklang bis hin zur unendlich strömenden Melodie hat diese Märchenoper par excellence die Regisseure stets zu blühender Fantasie angeregt. Auch Katharina Thalbach, die Hänsel und Gretel wie zwei Schützlinge liebevoll an die Hand nimmt und sie mit einem gleichermaßen unheimlichen wie faszinierenden Märchenwald umgarnt, in dem die Bäume sich zu immer neuen Konstellationen formieren und sodann auch noch ein wahres Panoptikum grimmscher Märchengestalten hervortritt. Ungewöhnlich auch sind die 14 zwergenhaften Engel, die mit ihren putzigen Hängebäuchen zum Abendsegen geradezu groteske Bewegungen vollführen. Die ganz große Attraktion aber stellt auch hier die Hexe dar, die zunächst als knallig rotes Knuspermäuschen nicht nur die Kinder, sondern auch das Publikum in seinen Bann zieht, ehe sie sich der erotisierenden Accessoires entledigt und im gewohnt garstigen Outfit kichernd und kreischend durch die Gegend hüpft. Das Ende ist bekannt, denn da ist die Hexe tot, mausetot. Und doch erlaubt sich die Regisseurin eine kleine, süffisante Variante. Kehren doch Hänsel und Gretel hier nicht, wie gewohnt, in den Schoß der Eltern zurück. Denn mehr noch hat es ihnen anscheinend der heimelige Märchenwald angetan.